Sehr schön. Andere Gucken wir Seite, schnell was ne? zu vorbereiten. Jetzt rennt Marzi in die Küche, macht erstmal ein bisschen Fondue. Let's get to it. Nein, nicht Falk. Singapore is key to the flow of cargo around the world. But we confirm that Russian troops are moving into the port. If they entrench, we could face a global shipping crisis. You need to keep those Russian troops out. We'll update you once you're on the ground. Singapore is counting on you. Singapur gibt mir am Arsch vorbei. Gar kein Transporter. Ja, ne? Das ist ja gar nicht. Wo ist denn das, ey? Was sagst du? Das ist da gar nicht. Zeig mal, ich seh nur dein Inventar. Ja. ZB03. Ach, das ist da hinten. Oh, leck mich doch am Arsch. Leck mich fett und nenn mich Bärbel. Ja. Das ist das doch, oder nicht? Nee, das ist ZB14, 111. Hui. 111? Hä? Ich muss zur Kreuzung. Crossroads. Echo 2 is being secured by friendlies. Block. Contact confirmed. Enemy forces engaged. Push them out, troops. They have control of Sector Alpha. We captured Echo 1. Most sectors are now under our control. Ein C5-Auto! Er weiß noch nicht so viel von seinem Glück. Ich höre hier aber so einen Ranger, oder wie der heißt. Eigentlich ein Hammer. Tja, ich komme da nicht so leicht hoch wie du. Oh man, dass man hier auch nicht ein Seil unterreichen kann. Zeig dich, du Spasti da. Kann ich dich anschießen und ranziehen? Nee, wird ja immer... Du dich an mich ran, glaube ich, ja. Ich würde ja... Ach, doch nicht so. They've locked up Sector Delta. Ah, da bin ich wieder. Ich bin umringt von KI. Echt? Allied Troops targeting Bravo 1. So, ein paar zeigt er mir an, aber... Schon wieder Scuffs, ey. Oh nein! Oh nee, Bottrop. Geh nach Kirchhellen.
lock down an objective. Sector Bravo secure. Ja, denn voll der Killer. Nur, wenn du meinen Puls jetzt messen könntest, ey. Null. Ja. Ich glaube, ich habe eben gerade mal wieder geatmet. Oh, jetzt muss ich da ja außen rum noch, ey. Oh. Tester, ich verliere dich immer aus den Augen. Wo bist du? Zu schnell für diese Welt. Da unten. Da kannst du den roten Tanker gleich markieren. Und Eichhörnchen. Alter! What the fuck? Übertreib doch mal hier nicht so mit der Lasershow. Ja. Das ist Tor at its best. Ja. Ich muss ans Rote ran zu markieren. Ja, ich werde gerade beschossen. Niedrig fliegt der Heli oder was? Oh, warte mal. Komm runter, komm runter. Jetzt ist die ja. Ah, hier vor mir. Hui. Oh, da kommt ein Panzer. Komm, Panzer! Martin und Dredd! South! Boah, den krieg ich doch nie. Lauf! Lauf, Panzer, lauf! Fick dich, Hurensohn. Bist du dort, ja. Oder noch? So, ich bin dran. Ich kann mir das Wrack noch angucken. Ich komme. Inf bei mir, zwei Minuten, einer noch. Also, hol ihn mir. Ich hab den Hammer. Alter, hock da in der Ecke. Vorsicht, hock genau da in der Ecke. Danke. Der wollte dich mit dem Crossbow, ne? Weiß ich nicht. Wie der gesprungen ist, Alter. Wie so ein scheiß Call of Duty Spieler. Oh, hier sind zwei. Nein, alle Schuss, alle. Scheiße. Da ist doch kein PMC. Damit rein im Rucksack. Alter, ey, ich hab vielleicht ein Potato Aiming hier. Oh, da ist noch einer. Oh. Ja. Na gut, ne? Jetzt haben wir Kills gemacht, aber markiert haben wir nichts. Komme. Danke. Deine Moon habe ich gerne. Junge, auf Customs deutlich mehr Munition mitnehmen. Und vor allem die richtige. Gehen wir mal rüber. Zu. Okay. Muss die andere noch abgeben. Hm? Alter, was für ein Campfest. Sniper Mode activates. Ja. Komm ein bisschen runter. Ich höre eine Menge K30. Nicht runter! Oh, Alter, die sind ja überall!
überall. We are engaging at Bravo 1. Köder läuft auch noch rum. Auch wieder so ein mega Schuss vorhin, ey, was der mit der mich dich wie der mich weggemacht hat, ey. Fabio! Alter, den haben wir uns geteilt. Echt? Ja. Unter 30. Wieder hoch? Ich höre hier direkt über uns Infanteriegefecht. Oh, und ein Panzer ist da. Der fährt natürlich weg. Ah, der ist so gut wie tot. Ich habe doch hier eine Scuff-Aufgabe eliminieren da. Sir Killelot. Oh, hier. Watch yourself, troops. Resources at 50%. Wahrscheinlich waren das die alten Dailies. Ach, abgelaufen, meinst du? Mhm. Wenn du die nicht erledigst, nach 24 Stunden kommen neue. Der letzte Kugel echt umgenietet. Oh, komm her, du Scheiß! Nein! Ja, das ist geil gewesen, wenn ich durchgekommen wäre, ey. Mhm. Jetzt komm aber her! Nein! Ich muss zwei Skars töten mit einem Bauchschuss oder einem... Wieso kann ich mich da nicht ranziehen? Mach aufpassen, wie man sie tötet. Meine Fresse, ey. Warum immer ich? Zig Leute um mich herum, aber ich muss umkippen. Also ich wäre bereit für die nächste Runde. Ja. Nochmal Customs und Lasern oder was? Test. Ja. Haben wir eine Wahl? Ja! Ja! Was? Was muss ich denn jetzt alles auf Customs machen? Nein! Folgendes. Aktiv Depot. Und sortieren oben. Drück mal auf Standort. Und sortiert's hier. Ah, okay. Einmal dieses Wasserlager. Oh Gott! Der goldene Weg. Trailer Park. Genau. Iskra-Paket da hinlegen. Obwohl, muss ich auch noch. Da muss ich noch Skars töten. Ja, können wir machen dann. Ich brauche aber erst so ein scheiß Iskra-Ding, ey. Aufmischen. Und wo? PMCs mit Pistolen töten, ja, muss ich auch. Wie soll ich das machen, Alter? Wie bitte? Factory am besten. Meine USP 45er Kaliber ist gerade weggegangen, ey. Ich glaube, die Pistolen-Quest, die habe ich auf Factory mitgemacht. Wer wird attackiert? Oh. Ja. Da rennen sie auch sehr oft ohne alles rum. Da hast du auch die meiste Chance, in dem Dreckding durchzukommen. Ja, genau, dann. Ich stell mal einen Spotter hier auf. Beinschüsse noch zwei Stück. Geht schon wieder hoch, B1. Das kann ich auch auf Woods machen, dann, wenn du da hin musst. Gas Analyzer brauche ich noch, okay. Na, lass doch Woods gehen, aber dann baue ich mir schnell meine... Dann nehme ich mir noch eine VPO mit.
zum Snipen. Da bin ich Ranger dran oder so. Bin ich echt so vollbepackt da rein? Ranger, Jeep. Ja. Also Woods so. Gehe ich nicht vollbepackt rein. Dann nehme ich eine Weste, eine kleine, da hole ich mir eine billige. Einen kleinen Rucksack und dann... Anna, ich überlege ja gerade, ob ich eine Distanzwaffe mitnehme. Okay, direkt. Mit einem größeren Scope oder ob ich mir halt, was weiß ich, Sturmgewehr mitnehme, weißt du? Aktuell haben wir ja noch nicht so Auswahl, was Hybridvisiere angeht. Oh, da habe ich ja nix schon irgendwas Cooles. Ach, das scheiß Vulcan. Das will ich nicht haben. Ach, scheiß drauf. Aber was zu trinken vielleicht noch mitnehmen, ne? Trinken habe ich, Essen. Schon klar habe ich. Objective captured. Kleinen Rucksack. The Russians have sector Charlie. Regroup on my Farmasker! Meine Sentry-Gun hat irgendwas getroffen. Ja. Enemy has majority control. Allied forces are engaging at objective Echo 2. Meine Sentry-Gun trifft auch gleich was. Losschüssel, beim Pissen nämlich. Bei E1. Erlaubt 2 beim Marker. Kommt quasi rückwärts auf meine Sentry Gun zu. Okay. Look out! Near my position! Ich hab Woods wieder offen. Okay, da liegt einer. Ich lass mir mal anzeigen, wo Scuffs sind. Dann können wir ja vielleicht gezielt dahin gehen. Oder? Denn? Traust du dir das schon zu? Hat sich wohl erledigt. Im Auto fahren oder? Granaten. Können wir machen. Tun die Hacken. Hacken Granaten nehme ich noch mit. Oh, ja. Gut, dass du es sagst. Geil, ich bin auf dem Beifahrersitz eingestiegen. Eingeschlafen? Genau. Willst du hin, da oben die Flaggen haben, oder willst du außen rum? Ja. Ja, B1, Infanterie oder irgendwas? Oh, ich habe keine Granaten mehr. Nur noch Stun-Granaten. Aber die sind ja auch gut. Ja! Oh, oh! Hostile Hero located, 260, long way! Trolley objectives under control, sector secure. Und weiter geht's. Deswegen schön leise. We had to move. Ja, und er brennt sofort. Ich hab mir den Tank aufgerissen, oder was? Was ne Scheiße. Oh, zu zweit eine Flagge holen. Na gut. Ja. Jetzt ist er nichts mehr heil. Jetzt brennt er nicht mehr. Oh, aus. Sentry Gun nach hinten. Oh, hier stehen sie schon. Oh, was? Skaffen, kurz. Ja, genau. Oh, nee, ist eigentlich egal. Das machen. Obwohl, nee, dann können wir danach wieder skaffen. Oh, jetzt skaffen PMC. Okay. Ich brauch nämlich Kohle langsam.
Geld alle. Komm. Lad mal ein. Oh, der hat nichts mehr, der hat nichts mehr. Er kommt vor. Ach, er hat das hier die zweite Box gekauft, ne? Ja. Einer ist noch irgendwo. Ja. Drüben. Enemy tech located! Ja, und ich brauche halt noch ein paar Items fürs Hideout. Happy? Oh, da kommt noch mehr. Oben drauf. Über dir. Oh, Alter. Die Info kam für mich leider zu spät. Vor allem mit dem LCMG. Wer hat denn das gemacht? Ich frage einfach nur so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Hm? Sagt, ich habe einfach nur so gefragt. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Lutschbonbon. Glaube ich doch. Lutschbonbon? Oh, Fabio. Tango down. Achtung, Jeep. Our troops are holding Sector Delta. We secured nearly every sector. Wir haben nicht mehr viel. In der Tat. Er ist down. Ach, du hast. Auto. Das Faxe. Alter. Ich kann mich einfach nur daran erinnern, wie ich ein kleiner Stift war. Und mein Vater im Sessel saß, irgendeinen Film geguckt hat und ein Faxe-Bier gesoffen hat. Und mir als kleinem Stift kam diese Dose so unendlich groß vor. Und ich dachte mir nur so, wie kann der diese riesen Dose austrinken, Mann? Mittlerweile bin ich 2 Meter groß und so eine Dose kommt mir vor wie so eine ganz normale 0,33er Cola-Dose. Mal kurz die, weggeatmet. Die machst du nicht mal mehr auf. Die steckst du, die schiebst du dir einfach so rein in den Schlund. Das heftigste Bier, was ich bisher gesoffen habe, war Mammutbier. Boah! Und das gibt's irgendwie als Black. Das hat dann irgendwie 11 oder 12 Umdrehungen oder so, keine Ahnung. Das Stärkste, was ich getrunken habe, war in Berlin im Haus der Biere mit, ich glaube, 16,1%. 16,1% war das. Das höchste dabei. Hat auch nicht mehr geschmeckt, ey. Nee, auch das Mammutbier war absolut ekelhaft. Und ich war nach diesem einen Bier übelst besoffen. Also echt, das hat voll reingehauen. Ich habe noch ein amerikanisches geschafft, da war ich wieder ein bisschen runter. Das hat ein bisschen gewässert, ne? Genau, das war so ein Wassertat danach ganz gut. Wir haben ja noch irgendwas aus Australien, glaube ich. Ja, 13 Minuten, der Zug fährt gerade weg. Nee, der Schinkenbier. Auf dem Schokoladenfestival habe ich ein französisches Schokobier gesoffen. Und das war so abartig. Das hat weder nach Bier noch nach Schoko geschmeckt. Wo damals in England war mit der Bundeswehr. Da ging's mir nicht. Oh, da kommt eine Kiste runter, Marci, komm. Alles oder nichts. Und als ich damals vor Moskau war mit der Wehrmacht. Da ging's mir nicht so gut, da dachte ich, ach, trinkst mal einen Radler, ey. Und ich so, hier, Cola, Radler. What? Radler hier, Bier, Zitrone, Mann. Geht's nicht raus. Echt, sag. Immer wenn ich dir folge. Komm, die machen wir alle weg. Und was haben die gesagt? Fuck off Crowd oder was? Nee. Hat er Bier gemacht? Hab ihm gesagt, wie viel ungefähr? Oder, hat er probiert? Oh, sagt er, das ist ja geil. Nice! Oben, da kommt einer vom Bunker. Da hat er sich dann gleich das auf seine Karte geschrieben, auf seine Magnettafel. Alter, da stehen übel Scuffs dran, Mann. Wollen wir die wegmachen alle? Was heißt denn Vorsicht, PMC? Wie sie alle rumstehen. Oh, was haben wir hier Feines, Männer? Gibt's hier ein Matiudis oder was? Deine Mutter ist free, Alter. Ist sie gerade beleidigt? Alter, wie wir alles leer gemacht haben, die Hurensöhne. Sag, weg hier. Was ist das, eine Lilian in der Weste hier? Du schießt auf so eine Scheiße, Marci, guck mal. Wieso kann ich die nicht tragen?
weil du kein Freak bist. Ah doch, jetzt. Was? Wo bist du hin denn? Ah hier, so, der mit dem Cowboy-Hut bist du. Es ist nicht mehr drin, Alter, du bist zu spät. Ja, vor allem er hat schon eine fette Knarre in der Hand, ey. Ich hab ne Glock, ja, ne MPX. Ich hab gar nichts gekriegt. Der schießt dich gleich und nimm's mir einfach. Was? Hast du so verstanden? Kack Adolf Hitler? Keine Ahnung. Und er hat doch jetzt nicht Unrecht. Da sind wir dabei. Von einer Blondine mit richtig dicken Titten, ja. Sie hatte ganz, ganz dicke, dicke Titten. Dicke Titten, die soll wippen. Doch, um ich stell mir vor, ich fahre Schlitten auf ihren dicken Titten. Okay. Oh, Marci. Alter, was ist denn hier los? Eine volle Kiste mit... Fabi, du hattest auch die beste Tarnung hier. Boah, das habe ich alles noch gar nicht, Alter. Fragezeichen. Und eine MP5, ey. Jetzt gib mal was ab, Junge. Ne. Ah, hier mein Gewehr kannst du haben. Da will ich nicht, das Müll.